Einen wunderschönen guten Tag. Wir wollen heute mit den Betriebssystemen etwas weitermachen und dabei über das Prozess-Scheduling sprechen, gell? Oder viele sagen kurz einfach der Scheduler, gell? Also was macht der Scheduler oder was ist der Scheduler? Also der Scheduler ist auf jeden Fall ein zentrales Teil des Betriebssystems, gell? Ist also Software, gehört zum Betriebssystem und er entscheidet über die Ressource CPU. Gell? Also er entscheidet darüber, welcher Prozess jetzt die CPU bekommt, also rechnen darf und welcher nicht. Gell? Also das ist so, ja, also das ist wirklich wie, also einer, der entscheidet, wer jetzt ja, über die Rutsche fahren darf am Spielplatz oder so, gell? Also das ist dann ein, das braucht einen sehr gerechten, gell? Damit man da nicht zum Streiten kommt, gell? Gell? Also der entscheidet, welcher Prozess wann über die Rutsche darf, nicht über die Rutsche, wann, nein, welcher Prozess in die CPU darf und rechnen darf, gell? Das ist der Prozess-Scheduler. Und ja, was sind denn da so die Aufgaben oder was ist da zu berücksichtigen, gell? Also im Monotask-Betrieb, wenn wir also ein Betriebssystem haben und wir haben nur einen Prozess laufen, also einen Benutzerprozess, ist das relativ uninteressant, diese ganze Geschichte, gell? Also zum Beispiel DOS oder so, gell? Also da ist, ja, wenn der Benutzer einen Prozess aufruft, gell, dann läuft der, gell? Da geht nicht das Betriebssystem her und sagt, na, jetzt wacht mal ein bisschen, gell? Okay? Es laufen zwar ein paar ja, Prozesse des Betriebssystems unter DOS, gell? Aber es laufen keine anderen Benutzerprozesse, gell? Oder im Stapelverarbeitungsbetrieb oder im Batchbetrieb, gell? Im Batchbetrieb, dort ist das auch nicht so interessant, gell? Weil dort haben wir einen Prozess, der wird der hat zu der Zeitpunkt die CPU und darf dann auch rechnen, gell? Und der nächste kommt nachher dran, gell? Also die Prozesse werden im Batchbetrieb hintereinander ausgeführt. Also ist dieses Moment der vielen Prozesse im System, die gleichzeitig im System sind, im Batchbetrieb nicht vorhanden, gell? Aber im Multitasking-System, dort wird das interessant, gell? Also im Multitasking-Betriebssystem, wenn wir also gleichzeitig viele Prozesse im System haben. Dort wird die Zuweisung der CPU an die Prozesse interessant. Gell? Also dort müssen wir feststellen, welcher Prozess braucht denn die CPU, gell? Welcher nicht, welcher wartet auf etwas, gell? Welcher ist denn frech und ist vorlaut und will immer rechnen und so. Gell? Also da muss man auf das achten. Gell? So. Und noch komplizierter wird es bei Realtime-Systemen oder Echtzeitsystemen. Gell? Also dort hat man auch mehrere Prozesse im System, gell? Und darunter hat man sehr zeitkritische, die eine garantierte Antwortzeit brauchen, gell? Und ja, wenn man solches System hat, das zum Beispiel dann auch eben Steuerungsaufgaben übernimmt und so, dann ist es kritisch, gell, diese Zeit einzuhalten, gell? Gell? Oder stellt sich vor, es sind medizinische Geräte, gell? Gell? Also der medizinische Roboter, gell? Und dann kommt plötzlich für den Prozess, der operiert, ja, bitte warten, gell? Das geht nicht, gell? Ja, schwierige Sache, gell? Was machen wir vor allem? Wir werden vor allem ein paar Überlegungen zu den Multitasking-Systemen eben anstellen, gell? Das ist das, was für uns lustig ist, gell? Und ja, zum Batchbetrieb dann auch noch ein paar grundlegende Dinge, gell, die auch auf die, ja, auf die Qualität des Systems dann einen Einfluss haben, auch wenn man im Batchbetrieb nicht so viel machen kann, gell. Also sehr häufig arbeitet man im Batchbetrieb einfach im FIFO, gell. First in, first out. Der erste Prozess, der kommt, wird als erster verarbeitet, gell. Aber man könnte dieses FIFO auch modifizieren, gell, die Reihenfolge verändern, gell, und da schauen wir, welchen Einfluss das hat, gell. Gell. Also solcher Stapelbetrieb, gell, das war bei alten Systemen, also man
ab den 50er Jahren oder so dann eigentlich normal, gell? Und wofür waren das vor allem geeignet? Es war vor allem geeignet, um CPU-lastige Prozesse laufen zu lassen. Also die wirklich was zum Rechnen haben. Gell? Also CPU-lastige Prozesse, gell? Die lasten die CPU aus, gell? Und die brauchen einfach viel Rechenzeit. Gell? Also das ist, wenn wir, was weiß ich, ein Video verarbeiten oder wenn wir zum Beispiel auch einen Compiler laufen lassen, gell? Also dann wird es, wenn es nicht ganz elementar ist, wird CPU-lastig. Gell? Gell? Also das sind dann Prozesse, die brauchen manchmal CPU, und wenn man jetzt so große Jobs laufen haben im Batchbetrieb, gell, dann kann man solche große Jobs auch hintereinander rausführen, gell? Also wenn man kompilieren, könnte man auch hintereinander kompilieren, gell? Aber wie gesagt, wir haben gelernt, in den 60er Jahren sind dann erste Multitasking-Systeme mit Terminal so entstanden, gell? Und dort vor allem für die interaktive Arbeit, gell? Wenn also ein Benutzer einen halben Meter vor dem Rechner sitzt, gell? Also solche Dinge, gell? Und dort hat man sehr viele Prozesse laufen, gell? Also ich habe jetzt nicht absichtlich was Gott was gestartet, gell? Wenn ich da jetzt schaue, gell, dann habe ich 267 Prozesse laufen. Gell? Und sehr viele von denen, die brauchen wenig CPU. Gell? Seht ihr da 0,3, 0,3, gell? Und alle anderen, die weniger brauchen, sind hier drunter. Gell? Und da ist eins, ja, Puls Audio, gell? Weil ich ja im Moment ja, etwas am Mikro habe, da Compiz, gell? Also das ist da etwas über die Fensterlach, gell, XORG, die ganze ja, grafische. Und dann haben wir hier einen, der ist gewaltig CPU-lastig. Das ist da dieses FFmpeg, das uns gerade dieses Screencast macht, gell. Also einen Prozess haben wir hier, der macht Stress, gell. Aber die anderen 200 und über 60, die machen keinen Stress, gell? Gell, also das ist eine ganz typische Situation in einem interaktiven System. Okay, oder Multitasking-System. Und hier haben wir eben ganz viele Prozesse, die sind nicht CPU, sie sind aber I/O-lastig, gell? Also das heißt, die machen dann Input-Output, gell? Und dieses Input-Output, das soll dann auch eine bestimmte Qualität haben, damit der Benutzer eine gute Erfahrung mit dem System dann macht, gell? Also damit er zufrieden ist, gell? Und ja, und schwierig wird es jetzt, wenn man ein oder mehrere solche Prozesse hat, die echt CPU verbrauchen, gell? Und vor allem wenn wir mehr solche CPU-lästige Prozesse laufen haben, als wir Kernels oder CPUs haben, gell? Also solange wir mehr CPUs haben als solche komische Prozesse, ist kein Problem, gell? Wenn das nicht mehr der Fall ist, dann wird es zum Problem, gell? Und zum Problem insofern, dass einfach dann die Leistung des Systems zu sinken beginnt, gell? Und naja, wenn es ein bisschen sinkt, dann geht das ja noch. Wenn es aber mehr sinkt, dann wird es unangenehm, gell? Ja, und um jetzt mit solchen Kollegen da, wie mit diesem FFmpeg hier, das also ja fast 300% CPU verbraucht, das heißt also, der braucht jetzt da drei, ja, wird mit drei Threads oder so unterwegs sein, gell, und wird drei Kernels verbrauchen, gell. Ja, um jetzt mit solchen hier gut arbeiten zu können, brauchen wir eine Eigenschaft des Schedulers, und zwar müssen unser Betriebssystem, unser Scheduler ein präemptives Multitasking unterstützen kann. Was heißt präemptiv? Das präemptiv heißt, dass der Scheduler entscheiden kann, du hoch mal, du Prozess, du bist aber ganz ein Frecher, gell? Jetzt komm mal raus, jetzt ist Schluss mit Spielen, gell? Oder ja, Schluss mit Rechnen in der CPU. Stell dich hinten an, gell? Und weil alle anderen mal ja, über die Rutsche sind, gell, dann darfst du auch wieder rechnen, gell? Gell? Also präemptives Multitasking. Gell? Also der Scheduler sagt einem Prozess auch, jetzt ist mal genug mit Rechnen. Gell?
Demgegenüber hat es vor allem früher in der Vergangenheit eben so nicht präemptive oder kooperative Betriebssysteme gegeben. Gell? Also das waren Betriebssysteme, die darauf gehofft haben, dass die Prozesse freiwillig von Zeit zu Zeit die CPU verlassen haben. Gell? Wenn sie das nicht gemacht haben, gell, dann konnte man sie nur mehr abschießen, so mit Task Manager und so, gell? Einmal so draufschießen, gell? Damit der Prozess dann kaputt war. Gell? Aber das Betriebssystem und der Scheduler konnten ihn nicht irgendwie anhalten und sagen, jetzt lass mal andere rechnen und du darfst später schon wieder, gell? Okay? Also das ist dann kooperatives Scheduling, gell? Oder eben nicht präemptives Scheduling, hört man dann auch mal, gell? Mhm. Ja, also, und ja, da gibt es auch so eine schöne Liste, gell? Wo man sieht, ein paar Beispiele, gell? Also da, ja, ich habe euch ja schon von Amiga AS erzählt, gell? Also in den 80er Jahren ein aufregend frisches Betriebssystem, gell? Mhm. Das konnte präemptives Scheduling machen, gell? FreeBSD, gell? Eine BSD-Variante, gell? Mhm. Gell? Oder die verschiedenen Linux-Varianten hier, gell? Die sind auch in 2.6 ist inzwischen auch schon älter, gell? Die unterstützen alle ein präemptives Scheduling, gell? So. Classic Mac OS, gell, das sind die alten Mac OS, nicht die neuen, gell, hat es nicht beherrscht, gell. Also wir sprechen da so von einer Zeit vor 20 oder mehr Jahren, gell. Mhm. Dann Mac OS 9, gell, hat es etwas beherrscht, gell. Okay. Also ja, Classic Mac wahrscheinlich mehr als 20 Jahre, gell. Also dann heute Mac OS, gell, also aktuelles, das man OS X genannt hat und jetzt Mac OS, das beherrscht es, gell? NetBSD beherrscht es, Solaris beherrscht es, Windows 3.1, gell? Also bis Windows 3.1 noch nichts da, gell? Kein präemptives Betriebssystem, gell? Dann die letzten Windows-Versionen, die irgendwo Command Com basiert waren, gell? Ja, half, gell? Ja, ein bisschen, gell? Mit 9 32-Bit Prozessen, ja, mit 16-Bit, nein, gell? Mhm. So, und dann die ganze NT-Linie, gell? Die also mit NT gestartet ist und dann 2000 XP, Vista 7 und Server schreiben sie da, gell? Natürlich auch 10 und Server 2016 und so weiter, gell? Also die beherrschen das, die können das, gell? Mhm. Okay, ja, um jetzt Prozesse vom Scheduler verwalten zu lassen, sagt der Scheduler, du hast, ich habe da genug, auf die ich zu schauen habe, ich gebe dir einen Zustand, gell? Also nicht nur eine Nummer, gell? Die Nummer steht dann in der Prozesstabelle, nein, ich gebe dir auch einen Zustand, den schreiben wir dann auch in die Prozesstabelle, gell? Und hier unterscheidet sich jetzt Modell und Realität etwas, weil man sieht oft Modelle mit sehr wenigen Zuständen, gell? Aber zumindest drei Zustände, gell? Die finden wir. Und zwar, der erste Zustand ist ready, gell? Also das sind die Prozesse, die bereit sind, gell? Und bereit wofür, gell? Also nicht bereit, gell, für den Krieg, nein, bereit zum Rechnen, gell? Und ja, und das Einzige, was ihnen fehlt, ist die Ressource CPU, gell? Sie es haben, sie schreien da, gell? Also Scheduler, ich bin hier, ich will auch rechnen, gell? Aber es fehlt noch die CPU, gell? Und wenn neue Prozesse ins System kommen, gell, dann werden sie vom Lader oder Loader, gell, ins System geholt und sie kommen mal ins Ready, gell? Und ja, sobald sie die CPU bekommen, können sie starten mit dem Rechnen, gell? Also sie starten nicht mit der CPU, sie starten mit dem Ready, gell? Dann Running. Running sind die Prozesse, die gerade in der CPU rechnen, gell? Also sie verfügen über die CPU. Sie haben alle Ressourcen, die sie brauchen und sie rechnen, gell? Und ja, und jetzt können mehrere Dinge passieren. Erstens, er rechnet fertig, gell? Dann steigt er aus. Exit. Gell? Okay. Also, er steigt aus, verlässt das System, fertig gerechnet. Mhm. Er könnte noch beim Aussteigen, und das ist jetzt Unix-typisch, er könnte ein Zombie werden. Gell? Also Unix, Linux und Co.
Das werden wir dann sehen, wenn wir das also ausprobieren. Gell? Dann wird ein solcher Prozess ein Zombie. Gell? Oder kann ein Zombie werden, wenn man was falsch macht. Gell? So, rechnet er hingegen zu lang, also wenn er zu lang hier herumrechnet oder so, gell? Wenn es also eigentlich ein CPU-lastiger Prozess ist, gell? Und wenn es ein präemptives Betriebssystem ist, gell, dann kann das Betriebssystem dem Prozess, der zu lange gerechnet hat, auch mal sagen, du, hoch mal, jetzt reicht's, raus da. Und würde den Prozess wieder nach Ready schicken, gell, weil es alles, was zum Rechner fehlt, ist die CPU, weil er hat ja gerade gerechnet, gell. Bis der Scheduler gekommen ist und gesagt hat, raus da, gell. Und ja, und wenn, es gibt noch eine weitere Möglichkeit, wenn dem Prozess eine Ressource fehlt, gell? Also wenn der Prozess hier ist, es fehlt ihm eine Ressource, gell? Dann geht er nach Waiting, gell? Also wenn der Prozess nach Waiting geht, dann hat ihm eine Ressource gefehlt, gell? Zum Beispiel eine Benutzereingabe, gell? Also wenn wir einen Editor haben, gell? Und ja, ich schreibe da, gell? Also, und dann schreibe ich nicht mehr, gell? Oder ich bin nicht schnell genug, gell? Dass da, ja, der Prozess, der Scheduler, na, der sagt nichts, gell? Aber der Editor, gell, beim Schreiben, der sagt dann, boah, der tut nichts mehr, gibt nichts mehr rein, gell? Also weil zwischen einer Taste und der nächsten, das ist ja für einen Editor eine halbe Ewigkeit, gell? Was macht er? Er geht nach Waiting, gell? Und Waiting ist dieser Zustand, in dem Prozess irgendeine Ressource zum Weiterrechnen fehlt, gell? Also diese Ressource kann eben, wie gesagt, eine Benutzereingabe sein. Das kann auch sein, dass wir auf einen Datenstream warten, der mir etwas aus der Festplatte seiner Datei liest, gell? Oder dass ich darauf warte, dass eine Netzwerkübertragung abgeschlossen wird, gell? Also ich kann hier sehr viele Sachen haben, auf die ich warten muss, gell? Ja, und jetzt wollen wir uns diese Zustände da mal so ein bisschen anzeigen, gell? Anschauen, und dort haben wir diese drei Zustände, gell? Und die drei Zustände, gell, haben wir gesagt, sind Ready, Running, Waiting, gell? Und wenn wir das mal so ein bisschen zeichnen wollen, schauen wir mal, ob ich das kann, gell? Also, also, ja, wenn wir ins System kommen, gell, dann gehen wir nach Ready. Okay, also, gell? Also wenn wir geladen werden, dann gehen wir auf Ready. Ach, da sieht man nichts. Versuchen wir mal. Also, so. Also wenn es funktionieren soll, dann tut es es nicht, gell? Nochmal.
funktioniert es hoffentlich, gell? Mhm. Okay, so. Also, wenn wir in das System geladen werden als Prozess, gell, dann landen wir auf Ready. Gell. Wenn wir dann die CPU bekommen, gell, dann sind wir running. Gell, also von Ready auf Running. Und im Running, gell, im Running haben wir die CPU. Gell, im Running kann ich jetzt rechnen. Und jetzt können drei Dinge passieren. Gell. Wenn der Prozess fertig gerechnet hat, gell, dann verlässt er das System. Gell. Das ist dann Exit. Gell. Exit, tschüss, gell, fertig. Gell. Wir haben gesagt, er könnte noch zum Zombie werden. Gell. Wenn das Betriebssystem präemptiv ist und der Prozess in Running, gell, er wird nicht fertig, gell, er rechnet und rechnet, gell, dann kann uns, ja, kann das dem Scheduler zu bunt werden. Und der Scheduler hat also gesagt, jetzt raus, lass mal einen anderen. Gell. Was macht er den Prozess? Gell? Also er schickt nicht weg. Gell. Er sagt einfach nur mal, jetzt, wacht mal, lass mal einen anderen. Und er holt ihn sich zurück nach Ready. Gell. Okay, also das gilt nur für präemptive Betriebssysteme, gell? So, und jetzt könnte uns in Running noch etwas passieren. Und zwar könnte uns passieren, dass wir zu, ja, dass uns irgendeine Ressource fehlt, gell? Und dann gehen wir nach Waiting, gell? Waiting, so, so, okay. So, wenn die Ressource dann da ist, gell, dann, ja, dann könnte man wieder rechnen, gell, aber er weiß, ob wir jetzt rechnen dürfen, gell. Also nichts wie ab nach Ready. Und wenn dann Ready gegeben ist, gell, dann könnten wir, gell, also wenn wir dran kommen, auch wieder rechnen, gell. Also die Reihenfolge ist normalerweise immer die im Uhrzeigersinn hier drinnen, gell, also ich bin ready, gell, werde irgendwann nach Running geholt, ich rechne, gell, eine Ressource fehlt mir, zum Beispiel, ja, Tastenklick, gell, und dann geht's von Waiting, ja, dann, wenn die Taste da ist, die Eingabe, gell, dann geht's wieder weiter nach Ready, gell, bin ich in Running und habe mit der Verarbeitung fertig, dann geht's nach Exit, gell, mhm. Jo, also das ist so die Idee, die wir mit dem Scheduler grundsätzlich haben. Gell? Wir werden ja noch ein bisschen weiter rechnen und ein paar Überlegungen, ein paar Strategien uns überlegen, was man hier noch alles machen kann. Gell? Um dann, oder auch beim Stapelbetrieb, gell, ein paar Überlegungen, was passiert, wenn man dies oder jenes dann damit anstellt. Gell? Mhm.